Hallo miteinander zum Regionalwetter am Montag, am 1. Mai 2017. Ja, nach dem traumhaft schönen Sonntagswetter von gestern, mit Höchstwert zwischen 18 und 20 Grad, hat heute schon wieder der Kaltfront das traumhafte Wetter beendet. Heute am Nachmittag haben wir größtenteils einen stark bewölkten Himmel und mit Durchzug von der Kaltfront kommt kältere Luft nach Vorarlberg und Schneevergrenz sinkt allmählich gegen 1200 und im weiteren Verlauf gegen ca. 1000 Meter ab. Oberhalb von 1200 Meter kommen ein paar Zentimeter Neuschnee zu. Morgen Dienstag in der Früh haben wir noch einen stark bewölkten Himmel und zum Teil sind ein paar letzte Regenschauer bzw. oberhalb von 1000 Meter Schneeschauer möglich. Tagsüber gibt es eine vorübergehende Wetterbesserung, das heißt die Wolkendecke kriegt immer öfter Lücke und die Sonne kommt immer öfter zum Zug. Der Höchstwert liegt morgen bei ca. 16 Grad im Flachland und bei knapper Plusgrad in 2000 Meter. Ja, wie ihr seht, es ist nur eine vorübergehende Wetterbesserung. Schon in der Nacht auf Mittwoch wird die Wolkendecke schon wieder dichter und es fängt schon wieder an zu regnen. Darum haben wir auch am Mittwoch in der Früh und am Vormittag einen stark bewölkten Himmel und ja, es sind zum Teil wieder kräftige Regenschauer zum Erwarten. Die Schneevergrenz bewegt sich je nach Intensität von der Schauer bei 1400 bis 1600 Meter. Tagsüber lässt denn die Schauerneigung vorüber, also lässt die Schauerneigung besonders über den Täler nach und gegen den späteren Nachmittag bzw. Abend sind besonders so beim Rietal oder beim Walgau ein paar sonnige Abschnitte möglich. Ja, und am Donnerstag, da haben wir so klassisches Aprilwetter im Mai. Da haben wir eine kleine vor allem, also zum Teil haben wir dichte Wolken am Himmel mit teils sonniger Abschnitt und zwischendurch sind ein paar Regenschauer möglich. Höchstwert liegend so je nach Sonne zwischen 13 und 15 Grad. Ja, und momentan lässt sich nicht abschätzen, wenn das Wetter wieder beständiger wird, als wenn wir so richtiges Hochdruckwetter kriegen. Aber sollte das absehbar sein oder hätte sich dabei agieren, sehr erfahren das natürlich bei uns auf dem Kanal. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich auch schon wieder von euch, wünsche euch noch einen schönen Viertag und einen guten Start in die Woche. Ciao miteinander!